Hallo und einen wunderschönen guten Tag, dass ihr heute wieder dabei seid. Freut mich sehr, denn wir haben einen besonderen Panzer und zwar schon eigentlich eine Legende, muss man ja fast sagen. Und zwar den Typ 59 hier von Blacky gespielt, Blacky 090. Ja, und das ist eine sehr feine Runde, die ich da hier so, glaube ich, zeigen darf. Von dem her freue ich mich selber sehr. Ich bin ja auch einer der stolzen Besitzer von diesem Panzer, muss aber selber sagen, ich spiele ihn kaum. Jetzt werdet ihr alle sagen, was? Wie kann man denn den Panzer nicht spielen? Ja, ich muss sagen, mir gefällt dieser eher langsamere Antritt von diesem Medium-Panzer nicht so. Ich weiß nicht, bei mir muss so ein Medium-Panzer instant da sein und so ein CDC zum Beispiel, das ist dann so meine Welt, da fühle ich mich viel wohler. Aber ich kann es verstehen, wenn man den Panzer selber nicht hat und den nur so aus der Entfernung kennt, dann denkt man sich, boah, ich will auch unbedingt so einen Type 59 und ich gönne ihm jeden von euch, also macht bei den Gewinnspielen mit, die World of Tanks oder Wargaming da macht. Da gibt es immer mal wieder einen und wenn ihr auf irgendwelchen Wargaming-Partys seid, auf der Gamescom oder sonstiges, sprecht die Leute mal an, weil mehr als ein Nein kann auch nicht passieren und am Ende vielleicht kriegt ihr ja doch mal einen. Also ich drücke da jedem von euch die Daumen. Jetzt gucken wir mal, was der Blacky hier so macht. Ist hier Top-Tier 8er, 7er Gefecht. Hat natürlich verbessertes Matchmaking. Das muss man gegenüber dem CDC ganz klar herausheben, auf den er hier so fleißig schon direkt geht. Der CDC selber hat ein ganz einfaches, kein Special Matchmaking. Aber ich glaube mittlerweile, dass man das bei keinem neuen Panzer mehr sagen muss. Die neuen Panzer haben alle kein verbessertes Matchmaking mehr, sondern das ist einfach den älteren vorbehalten. Ja, 0-3. Jetzt werden sie hier gefühlt schon ein bisschen auseinandergenommen. Aber da ist einer weg. Hinter ihnen kommt jetzt dann Cromwell durch. Ne, der kommt doch nicht durch. Der ist weg. Wie es der chinesische Freund auch so schön sagt. Ne, auf den wirst du nicht kommen. Aber wenn der... Komm, Super Pershing. Das ist ein Stück. Oder er probiert es vielleicht doch. Nein, noch ein kleines Stück, ja. Da kriegt er ihn schon rein. Und hat ihn da jetzt auch gekettet. Jetzt kommt aber hier der junge Mann mit dem Jagdtiger etwas weiter vor. Prallt hier aber ab, weil man hat einen schönen Deckel mit dem Type. Und man sieht, sie scheitern gerade alle ringsrum. Also der ist hier oben wirklich nicht so leicht zu durchschlagen. Aber irgendwann schafft das dann eben doch. Aber von 8 Schüssen erst einen durchgegangen. Da muss man sagen, passt. Steht da schön. Und der Super Pershing steht da nicht so schön. Der ist jetzt auch zerstört. Su-100 kommt gut drauf. Ja. Da haben sie jetzt wirklich hier schönste und beste Chancen drauf zu wirken. Der Jagdtiger, so 1-1, der ist natürlich schon eine andere Nummer. Wo wir beim Thema Special Matchmaking sind, auch der hat eins. Aber mit HE, sehr schön, kann man auch mal da drauf ballern. Übrigens, Durchschlag sind 181 mit Normal, 241 mit Premium. 181 für ein Special Matchmaking ist schon einer der besten. Da ist nur noch, glaube ich, der Jagdtiger nochmal besser. Die Klassiker, so ein IS-6 oder ein WZ oder sonstiges, die sind alle bei 175, wenn ich mich nicht täusche. So, der TVP, der hat hier unbedingt da das sein Unheil schon fast gesucht. So, und jetzt, das was er jetzt macht, das ist gegen den Jagdtiger nicht so empfehlenswert. Also frontal, da hat der Jagdtiger seine Stärken, jetzt lädt er auch auf Premium um. Kommt hier leider nicht auf die untere Frontplatte drauf, sonst bräuchte er kein Premium, aber dank fehlender Gun Repression muss er das jetzt so machen. Und ich kann euch sagen, am Ende der Runde ist es so viel Credits, die reingefahren hat. Da stören ihn die paar wahrscheinlich, die paar Kröten dafür gar nicht. So, jetzt ist der zerstört und jetzt gibt es wieder Normalmunition. Jetzt geht's auf den TVP. So, jetzt ist sein T34-3 Kompagnon gerade gefallen. Aber das stört ihn nicht. Er macht hier weiter fleißigst Schaden. Und nochmal einen ins Popöchen. Und weg ist er.
Und der TVP schreibt nur Kids. Ja. Kinders, ihr könnt mich doch nicht so zerschießen, wenn ich da hochfahren will. So meint er das wahrscheinlich. Da, den Panther, den kann er hier gleich von der erhöhten Position angehen. Der Panther scheint da auch irgendwie gefühlt so semi-AFK zu sein. Er hält hier lange drauf, um dann aufs vordere Rad zu schießen. Jetzt ist er gekettet, hat aber schnell repariert, um nochmal den Hit drauf zu bekommen. So, jetzt hat er da verschossen und er nutzt es schamlos aus und nimmt ihn damit raus. Das, der Reim war nicht beabsichtigt, aber vielleicht sollte ich es mal in der Rap-Szene probieren. So, jetzt noch der Löwe, der T29, der sture Emil und die Arti am Start. Ja, die Arti hat nicht mehr viel. Der T29 ist der Fleißige und das, muss ich sagen, finde ich sehr schön, was er jetzt macht. Dass er hier seinem Mate zur Hilfe kommt, dass er den jetzt nicht mit dem T29 alleine lässt. Er hätte jetzt auch den leichten Weg Richtung Arti nehmen können, aber er macht's mit dem T29. Jetzt ist er offen. Der T29 zieht sich jetzt aber ein bisschen zurück. Der hat dem T54 Mod 1 schon auch ordentlich beschäftigt. So, da gibt es für den nochmal ein bisschen Premium-Munition, wobei es ist eigentlich eh fast wurscht, weil er da nur noch 2 und da 4. Also er wird alle Schüsse wahrscheinlich in dieser Runde noch brauchen. Und nimmt den raus. Ja, einen Kill braucht er noch, da macht er den Krieger klar und der ist mittlerweile wirklich mehr als verdient. So, jetzt hier die Arti. Die ist auch zerstört und jetzt nur noch der sture Emil. Der ist noch gar nicht gespottet gewesen. Da ist er. Da kriegt er den ersten Treffer. Und da fahrt er ihm sogar drauf. Jetzt prallt auch er ab. Und zündet ihn an und macht ihn auch noch weg. 7 Kills. Über 5800 Damage. 3800 geblockt und fast nochmal 1000 unterstützt. Also 1878 XP. Das ist eine sehr verdiente Runde und schon nah dran am Replay of the Week. Deswegen hoffe ich, es gibt ganz viele Daumen und Kommentare von euch. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.